Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Mittwochsvideo Zahlen, Daten und Fakten. Und ja, passend zum Video heute natürlich mal wieder eine krasse Marktbewegung. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war Bitcoin, glaube ich, noch bei 30.300 Dollar, mittlerweile bei 29.200 Dollar. Wir nähern uns dementsprechend langsam aber sicher der Sonnenfinsternis bzw. dem Neumond. Und es gibt prinzipiell zwei Szenarien, wie es weitergehen könnte. Werden wir uns gleich anschauen, außerdem ein paar Neuigkeiten vom Glassnode. Und vor allem gab es gestern die Anhörung von Gary Gensler vor dem Kongress. Ich habe gestern schon das passende Video dazu hochgeladen, könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen. Aber wir werden vor allem noch eine weitere Sequenz anschauen. Und zwar der Vorsitzende des Kongresses hat Gary mal so richtig auseinandergenommen, beziehungsweise sehr unbequeme Fragen gestellt. Und die werden wir gleich mal in einem Video anschauen, wo ich es dann direkt für euch übersetzen werde. Ja, und ansonsten gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten um Ripple, warum die in ihrem neuen Liquidity Hub alle möglichen Kryptowährungen inbegriffen haben, aber nicht XRP. Glauben Sie nicht mehr an XRP oder was ist da Sache? Und auch die genaue Erklärung von einem Ripple-Ingenieur. Ja, das und vieles mehr werden wir uns jetzt anschauen. Viel Spaß dabei und los geht's nach dem Intro. Ja, Bitcoin bei 29.200 Dollar. Eigentlich dachte ich heute voll die riesige Euphorie im Markt, aber Pustekuchen. Ja, der Markt macht, was er will. Heute schon wieder 2,4% im Minus und viele weitere Projekte momentan sehr angeschlagen. Auch XRP, die 50-Cent-Marke verloren. Und ja, sieht nicht so wirklich geil aus. Aber gut, wir werden mal abwarten. Es ist ja, wie gesagt, ein sehr spannender Punkt am morgigen Tage. Morgen haben wir nicht nur den Neumond, sondern wie gesagt auch die totale Sonnenfinsternis in diesem Jahr. Einige von euch fragen mich, was ich mit Stern habe. Glaubt mir, ich bin kein Sterndeuter oder kein Horoskopmensch, aber es gibt durchaus einige wichtige Events, die mit Astrologie zu tun haben. Und eine solche Sonnenfinsternis zählt auf jeden Fall dazu. Aber mehr dazu mal im nächsten Vollmond-Hangout. Anfang des kommenden Monats wird es wieder ein neues Vollmond-Hangout geben. Und da werde ich im Livestream gerne nochmal die ganze Story erzählen, falls ihr euch interessiert. Mich interessiert mal, wie der Markt momentan läuft. Und momentan sieht es nicht wirklich gut aus. Die letzten 24 Stunden nur drei Projekte einigermaßen im Plus. Aber wenn wir mal die letzten 7 Tage anschauen, sieht das schon ein bisschen besser aus. Arbitrum ist wieder ein bisschen hochgekommen, war sogar zeitweilig über 1,70 Dollar gehandelt. ICP ist mal wieder zurückgekehrt. Der Internetcomputer hatte irgendwie um die 30% gemacht, über die 6-Dollar-Marke geschossen. Und auch Chainlink hat sich ganz gut geschlagen, habe ich gesehen. Ja, 8 Dollar wird es wieder knapp verloren. Aber ihr seht, einige der alten Hasen da draußen wachen wieder auf. Und man hatte bis vor kurzem eigentlich so das Gefühl, so langsam aber sicher kommt die Altcoin-Rally. Naja, wir werden abwarten. Vielleicht ist das ja heute nur eine ganz kurze Korrektur und eine Durchschnaufphase, denn der Fear and Greed Index nach wie vor bei einer 63, also nicht so wirklich im Eskalieren. Und wir gucken auch nochmal rein, was die Historical Snapshots von vor einem Jahr sagen. Heute vor einem Jahr war Bitcoin bei 39.700 Dollar, also gar nicht so weit entfernt vom jetzigen Stand. Ether war bei 3.000 Dollar. Tether war bei 1 Dollar, sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Und XRP bei 75 Cent, Solana bei 100 und so weiter. Ich finde das immer sehr interessant, würde ich euch auch empfehlen. Ihr geht einfach mal hier auf Cryptocurrencies, dann auf Historical Snapshots, sucht euch dann das passende Jahr und den passenden Tag aus und guckt einfach mal rein, wie schnell es manchmal gehen kann. Sehr, sehr spannend. Ja, Freunde, wie geht's weiter? Das ist natürlich jetzt die Frage der Fragen. Und ich glaube, jeder Trader da draußen, der jetzt der Meinung ist, er wüsste 100%, wie es weitergeht, ja, der lehnt sich auf jeden Fall sehr weit aus dem Fenster, denn wir sind rein charttechnisch an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Zum einen die psychologische 30.000-Dollar-Marke, seht ihr, die ist nicht ganz so einfach zu überwinden. Immer mal wieder runter, wieder rauf, wieder runter. Sehr viel Volatilität die letzten Tage. Und ihr seht es auch hier, wie viel Volatilität in dieser Phase stattfindet. Genauso ist es momentan auch. Zwar nicht ganz so drastisch, aber erstmal davor, jetzt da drin. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie der morgige Tag so ausläuft. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass der morgige Tag auf jeden Fall eine große Energie ausstrahlt auf den Markt, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung denkbar. Ich dachte mir, nachdem die letzten Jahre eher negativ verlaufen sind, kann es doch durchaus sein, dass wir jetzt mal wieder einige positive Jahre haben. Einmal habe ich dieses Fragment hier kopiert und einfach mal hier eingefügt, so könnte es theoretisch aussehen. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass es so wie hier läuft oder so ähnlich wie hier läuft. Auch das Fragment habe ich euch mal kopiert. Und ja, jetzt müssen wir natürlich mal abwarten, wie das Ganze ausspielt. Beides wirkt für mich total denkbar. Einmal hier, bis wir wieder zu diesem Support kommen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal in die Richtung 20.000 Dollar gehen. Aktuell unvorstellbar, nachdem wir so eine geile Rallye erlebt haben. Aber wir wissen auch, der Markt ist immer für eine Überraschung gut. Vielleicht platzt hier irgendeine Bombe, mit der heute noch niemand rechnet. Man weiß es halt nie. Aber so bauchgefühltechnisch würde ich eher sagen, ich gehe von einem bullischen Szenario aus. Man wird es sehr zeitnah sehen. Nun braucht ihr auch nicht denken, dass morgen genau um die Uhrzeit, wenn rein astrologisch betrachtet die Sonnenfinsternis stattgefunden hat, der Markt direkt in eine Richtung geht. Manchmal ist es wirklich am gleichen Tag, wie zum Beispiel hier, so eine riesengroße Kerze. Es gibt aber auch Zeiten, wo das eben zeitversetzt passiert, wie zum Beispiel hier.
Hier war die Sonnenfinsternis im Jahr 2022 und erst hier, ein paar Tage später, gab es denn wirklich die erste Bewegung. Wir werden also mal geduldig abwarten. Ich denke aber, heute in einer Woche sind wir definitiv schlauer. Ja, viele Bitcoin-Anleger interessiert sowas natürlich gar nicht. Die sind einfach clever und akkumulieren einfach, denn sie wissen, es gibt Aufs und Ups. Und viele der sogenannten Shrimps, der Garnelen, mit weniger als 1 BTC bauen ihre On-Chain-Guthaben weiterhin sinnvoll aus. Nach Luna ist eine Verschiebung im Akkumulationsverhalten zu beobachten, da die Teilnehmer des Einzelhandels ihre Aufnahme von Bitcoin beschleunigten und dementsprechend um 1,78% erhöhten. Also der Retail, der Kleininvestor, den hat die ganze Sache nicht so abgeschreckt. Der kauft schön weiter fleißig seine BTC-Bestände ein oder seine Satoshis, ja, und versucht so Stück für Stück sich zu seinem Bitcoin zu hangeln. Die Institutionellen sind etwas vorsichtiger geworden und da werden wir nachher auch mal bei Ripple über diesen Liquidity Hub sprechen. Apropos Ripple, lasst uns da direkt mal reinstarten. Ihr erinnert euch, vor einigen Tagen hat Brad Garlinghouse diesen Tweet abgesetzt. Es ist unverständlich, dass der Vorsitzende der SEC behauptet, er diktiere, was sein Wertpapier ist und nicht die Gesetzgebung, aus der seine Agentur ihre Macht ableitet. Es ist an der Zeit, dass gewählte Amtsträger in den USA darauf aufmerksam werden. Gesagt, getan, gestern war die Anhörung vor dem Kongress und die waren alle jetzt nicht unbedingt die größten Gary-Fans. Von daher dürft ihr gespannt sein, was jetzt kommt. Ich habe die Punkte von dem Vorsitzenden des Kongresses mal für euch rausgearbeitet und übersetzt. Viel Spaß dabei! Also, Gary muss vom Kongress aus sagen, Mr. McHenry, der Vorsitzende des Kongresses, hat zunächst einmal ein kurzes Anfangsplädoyer gehalten, gesagt, hey, Gary, wir sind heute hier, um gemeinsam am Ende neue Gesetze zu schaffen. Wir sind der Meinung, dass es da einige Ungereimtheiten gibt, was die SEC betrifft. Und dementsprechend haben wir heute jede Menge Fragen an dich. Lehn dich zurück, mach's dir gemütlich, es werden heute viele Fragen kommen. Knapp 6 Stunden gegen das Ganze. Wir werden natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Vortrag hören, sondern gucken uns heute mal nur den von McHenry an. Den habe ich in meinem Zusammenschnitt, den ich gestern Nacht hochgeladen habe, nicht berücksichtigt. Den wollte ich heute mal mit reinnehmen, weil das doch sehr, sehr spannend ist. Es geht nämlich um die Frage Ethereum, Security, Commodity. Wieso hast du da noch keine Entscheidung zugetroffen? Und eigentlich genau das, was wir alle wissen wollen. Und auch über Bill Hinman wird geredet. Also von daher sehr, sehr spannend. Ich werde einfach mal drauf los übersetzen. Ihr könnt euch, wie gesagt, das Originalvideo geben. So, und jetzt lege ich mal einfach los. We expect you to play a constructive role in that process. Now, next up, we'll discuss your overly aggressive and very expensive. Wir sprechen jetzt zunächst einmal über deine aggressive und vor allem sehr teure Herangehensweise. Du hast seit deinem Amtsantritt 53 neue Regeln gebracht und somit fast doppelt so viele wie deine Vorgänger. Das besorgt uns und es hat bewegt bei uns so, als ob es ein bisschen überhastet wäre. Und das bringt negative Konsequenzen mit sich. So, jetzt gehen seine 5 Minuten los. Ja, jeder hat immer so 5 Minuten und fragt in der Zeit. Es geht um Ether jetzt. Die zweitgrößte Kryptowährung da draußen. Sehr beliebt. SEC Corporation Finance Director Bill Hinman stated that he believed Ether was not a security. Last month, CFTC Chair Benham Bill Hinman hat 2016 gesagt, Ether ist auf jeden Fall kein Security. Jetzt der Vorsitzende der CFTC, Benham, hat gesagt, dass Ether auf jeden Fall ein Commodity ist. Der Staatsanwalt von New York hat jetzt gesagt, er sieht das Ganze als Security. Was ist denn nun richtig? Ich meine, es kann ja nicht alles gleichzeitig sein, oder Gary? Man achte auf seine zitternden Hände. Tut mir schon ein bisschen leid, der arme Gary. Ehrlich gesagt, das war schon ziemlich heftig gestern für ihn. Jetzt redet er ein bisschen im heißen Brei und sagt, ja, aber ja, es kann natürlich nicht alles gleichzeitig sein. Da gebe ich Ihnen schon recht. Also es kann kein Commodity und Security gleichermaßen sein. Also, wie würdest du es denn kategorisieren? Jetzt versucht er mit irgendwas anzufangen. McHenry unterbricht ihn und sagt, bitte, nach aktueller Gesetzeslage, ist es Security oder Commodity? Without speaking to anyone, I know you've repeatedly said you're not going to speak to one, except you've spoken to one, Bitcoin. So I'm asking you to speak to a second one. Gary meint, ich kann nicht über ein spezielles Ding reden. Doch, kannst du. Über Bitcoin hast du es auch gemacht. Aber es gibt 12.000 Token. Man kann da nicht so einfach eine Entscheidung treffen. Doch, du hast ja bei Bitcoin auch eine Entscheidung getroffen. I'm asking you a specific question, Chair Gensler. I said this in private. This should be no shock. Ich frage Sie eine ganz einfache Frage. Ich habe Ihnen auch schon privat gesagt, deshalb ist es kein Schock für Sie. Ist Ether a commodity or security? Again, it depends on the facts and the law, and if there's a group of individuals. I'm asking about the facts and the law sitting in your seat,
and the judgment you are making. So, nach aktueller Gesetzlage, wie würdest du entscheiden? Du möchtest jetzt nicht, dass ich jetzt irgendeine Vorentscheidung hier treffe. Aber doch, hast du doch bei Bitcoin auch gemacht. Und du hast so viele Fälle eröffnet und gegen irgendwelche Kryptounternehmen gerade Klagen erhoben. Ich meine, du musst doch da eine ganz klare Meinung zu haben. Wir sprechen hier über die zweitgrößte Kryptowährung. Das ist doch wohl berechtigte Frage, wenn ich von dir wissen möchte, wie du die einstufst. Okay, dann frage ich dich mal eine zweite Frage. For an object to be viewed by the commodities regulator as a commodity and the securities regulator to be viewed as a security. Do you think that provides safety and soundness? Glaubst du, dass es Sicherheit und Zuversicht in die Märkte bringt, wenn die eine Behörde es so sieht, die andere Behörde es so sieht und niemand so recht weiß, was da nun wirklich Sache ist? Nein, sollte die einfache Antwort sein, oder? That uncertainty is bad. Denn diese Unsicherheiten sind schlecht für den Markt. Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission under this committee. And you won't answer my question and you're the head of that agency. Du willst, obwohl du der Anführer der Bande bist, nicht auf meine Fragen antworten. Ich möchte es verallgemeinern, weil ich kann nicht über einen speziellen Fall so reden. Aber du hast es doch bereits gemacht, und zwar bei Bitcoin. Und ihr merkt euch, wir drehen uns hier im Kreis. Also die Agency, er sagt, die SEC hat darüber geredet, nicht ich. Also siehst du es nicht genauso wie deine Agency, ja? Can you at least agree to that? I think that the clarity is there. The law is clear. All right. There's a group of individuals you're relying on. Let me be explicit about this. The market doesn't see it. Gary meint, es ist doch alles klar, es ist doch alles offensichtlich, aber der Markt sieht es nicht so. Offensichtlich hat der Markt nicht diesen Einblick wie du. Es ist nicht so wirklich sicher und deshalb sind wir heute hier, um genau diese Lücke zu schließen. Wir möchten nämlich jetzt Gewissheit für den Markt schaffen. So, you propose 53... Du hast 53 Regeln in zwei Jahren erbracht, mehr als oder doppelt so viele wie deine Vorgänger. Jetzt bringt er einige Beispiele darüber, was eben die Vorgänger gemacht haben, wie lange die gebraucht haben und wie Gary alles überstürzt. Und ja, das war mal ein kurzer Einblick. Also ihr seht, es ging ziemlich harsch zur Sache, hat mir persönlich ziemlich gut gefallen. Und Gary tat mir wirklich ein bisschen leid. Nichtsdestotrotz ist es nun mal so, wie es ist. Er hat eine sehr seltsame Herangehensweise und die Fragen waren total berechtigt und er gibt keine vernünftigen Antworten. Ja, ihr dürft euch auf jeden Fall auf das ganze Video freuen. Wenn ihr 5,5 Stunden Zeit habt, gönnt euch. Ansonsten, wie gesagt, das Video, was ich gestern Nacht hochgeladen habe, gibt es einmal auf Englisch. Einmal so halb auf Deutsch. Das deutsche Video, da zeige ich zumindest mal, wie ihr die Einstellung tätigen könnt, damit ihr denn den deutschen Untertitel lesen könnt. Weil gestern Abend habe ich jetzt nicht mehr die Zeit gefunden, das ganze Video zu übersetzen. Aber ich denke mal, ihr werdet auch so das Gröbste darin verstehen. Okay, springen wir zurück zu Zahlen, Daten, Fakten. Ja, die weiteren Videos findet ihr bei Twitter. Ich habe es zweimal hochgeladen, einmal mit englischem Titel, damit möglichst viele Leute das sehen, wie Gary da rumgestammelt hat. Das gleiche Video gibt es auch noch mit deutschem Text. Da habt ihr dann eine ganz kurze Anleitung, wie ihr das einstellen könnt, dass ihr die Untertitel aktiviert mit deutscher Sprache. Also viel Spaß dabei. Lohnt sich auf jeden Fall zu schauen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt jeden Morgen zum Frühstück mir anschauen, um richtig motiviert in den Tag zu starten. Denn zu sehen, wie Gary auf die Mütze bekommt, war auf der einen Seite schon ein bisschen traurig mit anzusehen, weil er mir so ein bisschen leid hat, rein menschlich. Aber wenn es seine Position betrifft als Vorsitzender der SEC, dann war das schon total gerechtfertigt. Ich bin vor allem mal gespannt, was daraus jetzt resultiert. Gibt es vielleicht jetzt wirklich neue Gesetze sehr zeitnah, die vielleicht auch den Ripple Case entscheiden? Wird Gary Gensler vielleicht sogar zurücktreten? Mal sehen, was da jetzt so die Folge sein wird. Kommen wir zum Ripple XRP Update. Warum ist XRP nicht in Ripples Liquidity Hub Update? Seit der Einführung des Liquidity Hubs in der letzten Woche hat Ripple in der Welt der Kryptowährung Wellen geschlagen, weil die eigene Kryptowährung XRP im Produkt nicht enthalten ist. Das Blockchain-Unternehmen startete seinen Liquidity Hub für Unternehmen, um die Lücke zwischen Kryptowährung und Fiat zu überbrücken. Dabei erwähnten sie das BTC, ETH, LTC, Ethereum Classic, USDC und BCH, Teil ihres Pilotprogramms seien, aber nicht etwa XRP. Die Auslassung überraschte viele und dementsprechend gab es auch ein großes Stöhnen innerhalb der Community. Der Hauptanwalt von Ripple, Alderotti, hat daraufhin gesagt, ja, es hat einen gewissen Grund, denn wir haben keine regulatorische Klarheit, was XRP betrifft. Und das ist der Grund, warum wir eben bei ODL ganz normal XRP einsetzen, aber eben in diesem neuen Liquidity Hub nicht.
Und es geht da wohl darum, dass institutionelle Kunden Lösungen suchen, wo sie irgendwie einigermaßen sicher an diese Kryptowährungen kommen, gerade nach diesem Terra Luna-Desaster, gerade nach dieser FTX-Pleite. Und deshalb hält man sich besonders an diese ganzen regulatorischen Themen. Aber der Ingenieur von Ripple hat das Ganze nochmal viel schöner, als ich das gerade erklärt habe, aufgebröselt. Und zwar, XRP ist für ODL in Ordnung, aber nicht für den neuen Liquidity Hub. Und zwar aus folgendem Grund. Neil Hartner erklärte, warum XRP On-Demand Liquidity geeignet ist, aber nicht für den neuen Liquidity Hub. Laut Hartner sind die Lizenzierungsanforderungen für diese beiden Plattformen unterschiedlich, was XRP zu einer praktikablen Option für ODL, aber nicht für den Liquidity Hub macht. Und zwar folgendermaßen. Wie die Erklärung des Ingenieurs zeigt, erfolgt die Zahlungsabwicklung bei ODL direkt zwischen Sender und Empfänger und Ripple fungiert als Vermittler, der die Transaktion erleichtert. Das bedeutet, dass Ripple keine Gegenpartei ist und XRP in ODL ohne rechtliche und ohne regulatorische Probleme verwendet werden kann. Im Liquidity Hub ist Ripple jedoch mitten in der Transaktion positioniert, was bedeutet, dass das Unternehmen zur Gegenpartei wird. Dadurch werden gesetzliche und regulatorische Anforderungen eingeführt, die XRP möglicherweise nicht erfüllen kann, je nachdem, wie das Urteil sein wird, was vor Gericht gesprochen wird. XRP ist für Ripple nicht essentiell und das ist ein sehr spannender Punkt, darüber muss man erstmal nachdenken, weil das klingt total plausibel. Die Debatte über die Nichtverwendung von XRP im neuen Liquidity Hub von Ripple war in den letzten Tagen ein zentrales Thema in der Community. Das Kryptounternehmen kündigte ursprünglich die Verwendung von XRP in seinem neuen Produkt an, aber bei einer kürzlichen Präsentation wurde bekannt, dass sie es eben doch nicht verwenden werden. Unter vielen verschiedenen Meinungen war die Weigerung von Ripple, XRP in dem neuen Produkt zu verwenden, im Hinblick auf den Rechtsstreit sehr positiv. So stellte Anwalt Bill Morgan die These auf, dass eine solche Wendung der Ereignisse für das Gericht die Unabhängigkeit von XRP und XRPL von Ripple beweise und umgekehrt. Also, er sagt, dass es eigentlich sehr vorteilhaft ist, dass Ripple XRP nicht einbaut in ihren Liquidity Hub, weil das ganz klar zeigt, wie doch XRP und Ripple getrennt sind. Dass Ripple also auch eigene Moves machen kann ohne XRP und dass auch XRP seine eigenen Zwecke erfüllen kann, ohne dass Ripple damit drin hängt. An sich eine durchaus interessante These. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Ganze seht. Seht ihr es kritisch, wie der Großteil der Community und sagt, schon ein bisschen komisches Gefühl, wenn in dem neuen Produkt XRP nicht auftaucht? Oder glaubt ihr, das ist einfach nur ein kluger Schachzug? Ja, Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich bin mal sehr gespannt, was die nächsten Tage noch so passiert. Ich bin morgen auch mal gespannt auf die totale Sonnenfinsternis und die möglichen Auswirkungen. Ich hoffe, dass der Markt beflügelt wird, würde mich aber auch nicht wundern, wenn es in die andere Richtung geht. Ich werde es auf jeden Fall für euch im Auge behalten. Folgt mir auf Social Media, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten guckt jetzt mal direkt bei Twitter vorbei, schaut euch mal an, was Gary darum gestammelt hat und falls ihr Lust habt, ein paar Steeplates zu gewinnen, habe ich heute mal ein bisschen Geberlaune, schreibt mir einfach in die Kommentare, warum ich euch ein paar Steeplates zuschicken soll. Den Gewinner werde ich zeitnah bekannt geben und dann die Steeplates auf die Reise schicken. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, ihr Lieben, bleibt mir gesund, Abo nicht vergessen und bis bald. Ciao!